Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Grants-Erfahrung. Heute möchte ich mit euch Company of Heroes 2 antesten. Ich spiele hier die Beta und ich würde mal sagen, wir spielen einfach ein Gefecht. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt auch spiele. Ihr seht es hier oben, ich habe 0 von irgendwie 10.000 Erfahrungspunkten. Sprich, das ist wirklich das allererste Match, deswegen würde ich sagen, spielen wir ein benutzerdefiniertes Spiel. So, ich bin in Team 1. Und ich würde mal sagen, kann ich nur die Russen nehmen? Ne, ich will hier rüber. Grants geht da rüber. Wieso geht das nicht? Ich möchte nicht Russland spielen. Vielleicht geht das auch nicht. Standardressourcen, Siegmarke. Okay, wechseln Sie zur Spielersuche gegen KI-Gegner. Vielleicht muss ich auch das hier machen. Ah ja, jetzt kann ich auch die Dingens hier einfach wechseln. Ach, hier hätte ich auch klicken können, okay. Deutsche Bewaffnung 1, 2 und so weiter. Ja, keine Ahnung. Ach so, hier kann ich dann sagen, Grundausbildung Infanterie, schweres MG, Halbkettenfahrzeuge, um Gottes Willen, was wollte ich denn nehmen? Panzerabwehrkanonen, Grundausbildung Panzer. Hier gibt es noch schweres MG mit Panzern. Hier gibt es gar nichts, das ist ja dämlich. Die kann man sich wahrscheinlich selber machen. Ich würde mal sagen, wir nehmen das mit der Panzerabwehrkanone und den... Ne, wo waren das jetzt? War das das erste? Genau, die Panzerabwehrkanone und den Panzer. Und dann spielen wir gegen KI. Und zwar möchte ich gerne... One... Was? Oh, ich darf keine One-on-One-Spiele machen. Das ist doch scheiße. Ach, das ist doch kacke. Wieso kann ich denn hier nichts Eigenes auswählen? Ich möchte ein One-on-One machen. Option, Standardressourcen, bla bla bla. Und wieso kann ich hier nicht einstellen? Ja doch, Computer. Computer. Oder reicht es, wenn ich... Warte mal, es reicht mir eigentlich, wenn ich gegen einen Computer sozusagen spiele. Ah, okay, dann machen wir es so. Oh, alles klar, jetzt checke ich das gut. Ich spiele erstmal gegen einen leichten, Leute, weil das ist wirklich das erste Match. Es soll nur mal so ein kleiner Eindruck sein zu Company of Heroes 2. Ich fand den ersten Teil mega genial, muss ich sagen. Allerdings war der auch ziemlich schwer. Also ich fand den echt ziemlich schwer. Das ist jetzt also hier die Map. Vielleicht kann ich hier auch nochmal eine andere wählen. Die sieht auch interessant aus. Siegmarken, 500 Punkte. Na komm, wir nehmen mal die hier. Und da bin ich gespannt, was der Gegner hier spielen wird. Wir starten jetzt einfach mal direkt in das Spiel. Ich dachte erst schon, man kann nur Multiplayer hier machen. Das hätte mich natürlich jetzt ein bisschen geärgert. Aber hey, gar kein Problem für uns. Wir kriegen das schon alles hin. Also, ich hoffe, ihr seht es mir nach, falls ich jetzt hier den ein oder anderen Fehler mache. Denn wie gesagt, erstes Match. Ich habe Company of Heroes auch schon jahrelang nicht mehr gezockt. Tobi hatte dazu ja ein Let's Play gemacht, wer sich noch erinnert. Ich glaube, das Company of Heroes hatte ich ihm sogar mal zum Geburtstag geschenkt letztes Jahr, oder? Nee, letztes Jahr nicht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr, Leute. Ich hatte ihm das, glaube ich, oder zu Weihnachten? Ich glaube, ich hatte ihm Company of Heroes mal geschenkt, oder? Lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, wenn ich das sage? Keine Ahnung. Na gut, ich bin mal gespannt. So, wir fangen natürlich erstmal direkt mit dem Pioniertrupp an. Und zwar sollten wir uns jetzt erstmal eine Infanterie-Kompanie bauen. Befestigter Bereich wird gebaut. Halt, nee, das ist jetzt ja... Ach so, nee, das ist jetzt dämlich gewesen. Aber hey, was will man machen? Immer mit der Ruhe, ey. So, ich kann hier noch nichts wählen. Da brauche ich diese Punkte natürlich für. Und ich setze hier erstmal nochmal einen Pioniertrupp hin. Feldverteidigungen? Nein, ich würde gerne so Baracken oder so. Fordert MG-Trupps. Achso, das fordert doch schon die Sachen an. Okay, na gut. Dann habe ich das ja doch richtig gemacht. Okay, wir sollten langsam anfangen, die Punkte zu erobern. Denn bei Company of Heroes muss man Punkte erobern, um an Ressourcen zu kommen. So, kriege ich jetzt die nächsten Pioniere. Da kommen sie. Sehr schön. So, die nächsten Pioniere gehen dann bitte hier hin. Und notfalls kann ich ja... So, ihr nehmt das jetzt ein. Wir werden das ändern. Also das Spiel macht echt mega Fun, Leute. Aber lasst euch sagen, es ist ziemlich schwer. Also der erste Teil war knüppelhart, fand ich.
Ich bin ja auch jetzt nicht so der übertriebene Strategieexperte. Okay, das muss ich schon zugeben. Okay, die Zielposition wurde eingenommen. Und es gibt hier drei Ressourcen, oder? War auf jeden Fall im Vorgänger so. Es gibt einmal Arbeitskraft, dann die Munition und den Treibstoff. So langsam kriege ich jetzt auch wieder ein bisschen was an Ressourcen. Dann sollte ich anfangen, ein bisschen Infanterie zu bauen. Ich habe hier Grenadiere und einen Trupp mit schweren MG. Den würde ich dann gerne nehmen, den Trupp mit schweren MG, um meine Stellungen dann zu verteidigen. So, jetzt gehen wir langsam zum ersten Munitionslager. Das ist eine etwas wichtigere Ressource hier, die wir da dann schon mal eingenommen haben. Und dann würde ich gerne, na, bevor ich das, hole ich mir das Treibstofflager noch. So, der MG-Trupp ist fertig, oder? Nee, doch noch nicht. Noch nicht, Leute, noch nicht. Okay. So, da kommen sie angerannt, der MG-Trupp. Auch interessant, dass die jetzt so von der Seite einfach angerannt kommen. Ihr geht jetzt erstmal hier hin. Und hier bei Company Furious gibt es immer Deckung. Ihr seht schon, hier hätte ich eine grüne Deckung. Hier hätte ich noch eine grüne mit Plus. Ah, okay, das ist dann die höchste. Alles klar. So, wie sieht's aus? Die nehmen das ein. Die nehmen das Munitionslager ein. Das kann sich schon mal sehen lassen. Vielleicht sollte ich jetzt nochmal einen Trupp mit Granatwerfern mir gönnen. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Pioniertrupp einfach mal holen soll. Sehr schön. So, wir haben jetzt das Ziel hier auch eingenommen. Und hier würde ich jetzt aber gerne ein bisschen Verteidigung hinbauen. Oh, wir haben nur Stacheldraht. Naja, immerhin. Mit dem Stacheldraht könnten wir hier schon mal die Brücke zumindest gegen Infanterie absichern. Und da haben die Russen auch schon hier etwas erobert. Das könnte jetzt zum ersten Schlagabtausch kommen natürlich. So, Moment, ich muss mal eben schnell die hier hinschicken. Sehen die Russen uns? Nein, okay, die Russen haben das da zwar eingenommen. Das MG abbauen, wir müssen weiter. So, jetzt würde ich mich gerne hier positionieren. Und zwar, dass wir zumindest, oder ist die Brücke ist, glaube ich, ein bisschen vorwärts wichtiger zu sichern. Hier haben wir jetzt erstmal ein bisschen zugemacht. Ich glaube nicht, dass jetzt hier in der nächsten Zeit irgendwas durchkommen wird. So, die Russen haben übrigens jetzt auch schon zwei Siegpunktmarken. Das hier ist ja die zweite. Die werde ich aber gleich mal versuchen, dann auch einzunehmen. Okay, okay. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich bin noch ein bisschen Noob natürlich in dem Spiel. Was brauche ich denn hier? Kampfphase 1 brauche ich hier. Okay, Munitionslager generiert. Oh. Ah, stimmt. Scheiße, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ah, nein. Jetzt habe ich natürlich mega Fail. Scheiße, die Wand an. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich muss hier natürlich noch Sachen draufsetzen. Treibstofflager zum Beispiel und so weiter. Oder geht das hier auch? Nein. Geht das nur bei den normalen Punkten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Scheiße, stimmt. Habe ich total vergessen. Egal, die Russen kriegen jetzt ja die ersten Siegpunkte. Das ist natürlich schon mal ein bisschen scheiße für uns. So, hier könnte ich das oder Treibstoff raufbauen. Ah, jetzt kann man sich das aussuchen. Ich glaube, früher ging das noch nicht. Kann ich hier Treibstoff? Okay, nee, kann ich nur bei den normalen. Alles klar, shit. Naja, zum Glück haben wir noch ein paar Pioniere gebaut. Ich sollte mir auch noch mal ein paar Einheiten holen. So, ich hole mir noch mal ein paar Granadiere. Und ihr kommt jetzt erstmal hier mit hin. Nee, doch nicht. Ihr geht erstmal hier vorne hin. So, mein Mörsertrupp, den würde ich gerne mal ein bisschen nach hier vorne ziehen. Kommt erstmal hier vorne hin. So, ihr baut mir jetzt ein Munitionslager dahin. Ihr habt Dingens hier hingebaut, oder? Bauen die schon? Baut ihr? Ich hoffe mal, dass die bauen. So, wir haben den nächsten Grenadiertrupp bekommen. Und den würde ich auch erstmal gerne hier hinschicken. Ich muss jetzt erstmal versuchen, das dort vorne einzunehmen, Leute. Ich weiß nicht, kann ich hier... Baut erstmal das schwere MG ab. Okay, ich kann selbst auch nicht durch meinen Stacheldraht. Ist natürlich eigentlich auch logisch, wenn man es mal so sieht. So, hier geht's auch noch rüber. Okay, dann versuche ich mal hier über die Flanke zu kommen und gehe dann hier in die etwas leichtere Deckung zumindest. Wie können wir helfen? Wie könnt ihr helfen, indem ihr hier mal... Oh, da sind die Feinde. Scheiße. Und jetzt habe ich hier mein MG. Mein MG natürlich auch gerade eingepackt. Aber egal. Wir haben sie festgenagelt. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Und unsere Grenadiere kommen auch noch hier. Schießt auf die Pioniere von denen. Oh shit, die haben da oben die Zielmarke von mir geklaut. Unterdessen. Das gibt's doch nicht, ey.
So, ich könnte hier auch mal eben einen Bunker hinsetzen oder sowas. Scheiße. Also selbst auf leicht ist es schon mal ziemlich schwer für mich. So, und ihr? Ihr nehmt das jetzt ein. So, ich hoffe mal, dass wir die jetzt noch erwischen. Die nehmen den Scheiß hier nämlich gerade ein. Da sind sie. Auf sie. Oh, das sind Granadiere, shit. Lauft hier in die Deckung, Leute. So, die gehen die ins Gebäude. Das wäre natürlich scheiße. Oh, shit. Die gehen ins Gebäude rein, Leute. Nee, doch nicht, hä? Wir nehmen das um jeden Schießen. Die fliehen doch vor mir. Okay, die fliehen scheinbar wirklich vor mir. Da gehen wir mal direkt hinterher, würde ich sagen. So, jetzt wollen die da oben das schon wieder klauen. Und auch noch mein Treibstoff. Mein Treibstoff bekommt ihr aber nicht so leicht, den brauche ich. Ich werde mal versuchen, den schnellen Flammenwerfer zu geben. Man kann nämlich seine Truppen hier auch noch verbessern, Leute. Scheiße, okay. Ich glaube, wir haben weniger als 400 Punkte. Das ist natürlich schon mal mega scheiße. MG-Trupp. Okay, so. Wir sind bereit zum Einsatz. Zeit zu gehen. Okay, ihr geht jetzt hier hin. Und wir haben jetzt so viel Punkte erhalten, dass ich mir einen General aussuchen könnte. Das ist natürlich schon mal sehr nice. So, und ihr könnt das jetzt hier einnehmen. Und die können sich dann hier auch schön aufbauen. Am besten hier hinter den Sandsackbarrieren. So. Da oben haben wir jetzt den Punkt leider verloren. Was wollen Sie? Okay, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt versuche ich mir natürlich diese Siegmarke hier zu nehmen. In Bewegung. So, die können wir auch mitnehmen. Der Mörsertrupp muss natürlich sich auch immer erstmal aufbauen. Das ist jetzt deutsches Gebiet. Und hier hätte der sogar schwere Verteidigung. Das ist natürlich nice. Dann packe ich die hier hin. Da unten sind schon wieder die nächsten Feinde, Leute. Die könnten wir aber schnell flankieren. Komm schon, komm schon. Weil unsere Granadiere haben ja natürlich jetzt nicht so viele Chancen gegen die Gegner. So, und jetzt haben wir die in die Zange genommen. Das ist schon mal sehr gut. Und da kommt ein Panzer. Scheiße, die kommen mit dem ersten Panzerfahrzeug jetzt schon an. Okay, ich brauche noch mal ein paar neue Pioniere. Ich glaube, ich muss jetzt auch erstmal was wählen. Und zwar habe ich hier das Festungspanzerdoktrin. Das wäre natürlich nice. Aber ich brauche eh noch 2 Punkte, damit ich mir hier irgendwas auswählen kann. So, okay, das hätten wir schon mal gesichert. Das haben wir schon mal gesichert. Jetzt sollten wir hier meinetwegen noch ein bisschen... Ach nee, das ist ja so eine Siegpunkt. So, mal schauen. Vielleicht kann ich die von der Seite so ein bisschen flankieren immerhin. Ich habe hier noch eine Panzerfaust und die wird jetzt erstmal abgefeuert. Natürlich, sehr schön. Damit haben wir den Panzer jetzt auch außer Gefecht. Und unser schweres MG wird hier von hinten angegriffen. Scheiß die Wand an. Leute, ihr solltet euch mal eben schnell auf die andere Seite konzentrieren. Ihr werdet hier von hinten angegriffen. Wie können wir helfen? Da sind sie. Die Säcke, ey. Das gibt's doch nicht. Kann ich hier die Panzerfaust abschießen? Nee. Oder? Kann ich? Nee. Kann ich nicht gegen das Ziel anwenden, leider. Aber mein Mörsertrupp ist natürlich auch noch schön mit am Start. Und die fliehen. Leute, die fliehen. Sehr gut. Okay, die hätten wir. Die hätten wir. So, dann dürft ihr euer MG wieder gerne in die andere Richtung aufbauen. Und da unten gibt es auch wieder Feindkontakt. Ach du heilige Scheiße. Jetzt kommen die hier echt schon mit den ganzen Einheiten angewichst. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht, doch. Kampfphase 1 brauche ich. Was bedeutet das denn? Keine Ahnung. Ja. Mann, wir haben hier echt ein Problem, ey. Hier kommen ja einer nach dem anderen, was die Panzer angeht. Also, das sieht ziemlich schlecht aus für uns. Wir sind unterwegs. Aber unser Mörser ist hier mit am Start. Das ist... Oh Gott, da kommt der nächste schon wieder. Das gibt's doch nicht. Nee, Rückzug gibt's nicht. Die Deutschen ziehen sich nicht zurück, Leute. So, ich hole mir noch ein paar Granatwerfer. Granadiere auch nochmal und nochmal so ein Trupp. Was man hat, hat man. Und die Pioniere hier kriegen noch einen Flammenwerfer, meinetwegen. So, was ist jetzt hier schon wieder los? Ach, der nächste wird hier schon wieder kalt gemacht. Also unser Mörser leistet hier ziemlich gute Dienste, das muss man einfach mal so sagen. Zack, ey, wie geil die ganze Umgebung hier auch mit eingerissen werden kann. Und wir haben gleich
das zweite Dingens erreicht, das zweite Level. Ich muss trotzdem aufpassen mit diesen Siegmarken, weil die Russen haben doch immer mehr Siegmarken als wir. Da soll ich mal probieren mit denen hier vielleicht. Okay, der Panzer ist kaputt. Mit denen hier das nächste Dingens einzunehmen. So, und ihr beiden geht jetzt erstmal nach hier oben. Hier oben muss ich auch noch einnehmen, das gibt's doch echt nicht, ey. Pioniere, los, Bewegung! Hey, ich muss auch langsam mal hier das nächste Ding machen. Okay, wir können jetzt hier auch die Panzersachen bauen. Ich würde gern hier diese Granatendingens abbauen. Unsere Truppenstärke nimmt zu. Aufklärungsflugzeug habe ich jetzt schon freigeschaltet. Achso, okay.